Ja, hallöchen und herzlich willkommen zurück im Nasralter und bei Space Engineers. Ja, geplant war das anders. Ich wollte jetzt eigentlich hier schön dieses Vorkommen wegknuspern, aber ihr seht, da ist ein rotes Signal und den beobachte ich jetzt seit etwa 10 Kilometern und der kommt immer näher auf uns zu. Das heißt, wir werden jetzt an der Stelle dann, wir sind jetzt bei 42% Cargo Load, dann jetzt doch mal schauen, dass wir unser Schiff hier reinkriegen. 4,77, 4,7, okay, ja, der kommt immer noch näher. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall, ups, hier ist wirklich nicht viel Platz drin, das muss man mal feststellen. So, okay, wir sind rangezogen. Wir schalten die Trägheitsdämpfer. Passiert momentan ständig, dass ich statt den Trägheitsdämpfer das Schiff ausschalte, naja. Okay, wir sind gelockt, wir machen die Türen dicht und wir gehen ins Cockpit. Wir machen die Türen dicht. So, wo ist er? Ja, der kommt immer noch näher. Möglicherweise fliegt er vorbei, aber ich würde sagen, wir gehen hier lieber auf Nummer sicher. Weil, wenn der uns jetzt unser Schiff zerdonnert, dann ist das wohl so ein bisschen blöd. Weil dann wird es nichts irgendwie so, wie wir uns mit 300 und so vorstellen, weil ja, ohne Jump Drive kommen wir dann erstmal nicht zurück und wäre sicherlich auch ein lustiges Gameplay, irgendwie gestrandet im Nichts mit vielleicht irgendwie noch einer halbwegs funktionierenden Med Station. Und dann zu schauen, wie wir irgendwie ja, wieder unseren Weg zurückfinden. Könnte recht spannend sein. Aber nicht jetzt, nicht jetzt. Allerdings, oha, schau mal, die SEMS sind wieder unterwegs. Die scheinen sich jetzt um den zu kümmern. Ja, wir haben jetzt gerade eben ein paar Sekunden Zeit, das heißt, wir können mal nachgucken, was da los ist. Entity List. Oh Gott, hier fliegt viel zu viel Zeug rum. Ich muss hier dringend wieder aufräumen. Ja, ich muss hier sehr dringend wieder aufräumen. Keine Ahnung, wo diese ADLT gerade ist. Ah, Automated Light Transport, der wird sein. Ja, okay, die haben den aber schon ganz gut malträtiert, würde ich sagen. Naja. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal vor allem um unsere Handelsmission, also unsere selbstgewählte Handelsmission, besser gesagt. Mal kurz schauen, wie sieht denn das aus? Okay, wir haben etwa 81.000 Uran gesammelt. Das ist erstmal gut. Weißt du was? Eigentlich können wir doch abbremsen und dahin springen. Dann müssen wir nicht so lange rumwarten, ne? So, dann schauen wir mal, wo wir hier andocken können. Den Felsen hier direkt nebendran hätte ich vielleicht mal als erstes untersuchen sollen. Nicht hält. Nur mal so am Rande. So, wir tauchen wieder in den Schild ein. Blub. Und ja, guck mal, da ist ja schon der Connector. Schön.
Ja, fast. Ja, so ganz sind wir noch nicht dran. Ja, dann schauen wir mal, was wir hier für unseren Einsatz bekommen. So, guten Tag. Ich habe was zu verkaufen, und zwar größere Mengen Uranerz. Alle? Hallo? So, falsches Inventar natürlich. Oh. Welches ist nur? Okay, wir haben das Richtige. So, toll. Jetzt kaufen sie nichts mehr. Das ist natürlich großartig. Das heißt, die ganze Kiste hat sich jetzt für uns nur sehr bedingt gelohnt. Was mir hier gerade auffällt, warum sehe ich eigentlich nicht unseren kleinen Cargo-Container? Haben wir hier eventuell noch ein Problem mit der Verbindung? Ist hier irgendwas im Eimer? Müsste man mal untersuchen. Gut, okay, toll. Das hat jetzt irgendwie nicht so viel gebracht. Was ich jetzt aber gerade mal tue, ich düse hier gerade mal ganz kurz von Hand hier runter. Also mit Jetpack. Schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas Tolles finden. Wenn hier noch ein Kobalt drin wäre oder so, wäre das natürlich super. Aber ich sehe natürlich schon wieder gar nichts. Geil. Ich mag das ja, wenn die Asteroiden so Höhlen haben. Aber die Nummer ist, wenn wir jetzt hier nichts groß drin finden, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Felsen generell auch irgendwie nichts für uns bereithält. Gehen wir mal an die andere Seite, vielleicht sehen wir noch was im Sonnenlicht. Aber irgendwie eher so nö. Na toll, okay. Das heißt, das hat uns jetzt irgendwie nur bedingt weitergeholfen. Ich könnte natürlich schauen, ob die SEMS-Station da hinten zufälligerweise auch noch Uran haben möchte. Weil, naja, wir haben halt jetzt irgendwie die Taschen damit voll. Hier ist jetzt irgendwie nichts mehr so wahnsinnig wieder, aber ist mal. Wir haben da jetzt nicht wirklich viel Kohle damit gemacht. Nochmal nachgucken. Nicht, dass ich hier irgendwas verpeilt habe, aber. Verkaufen? Nö, die wollen nicht einfach nichts mehr von uns. Das Platinerz könnte ich einstecken. Das nicht. Naja, aber ganz ehrlich. Sehe ich jetzt irgendwie nicht so. Ich könnte noch ein paar Datenpads kaufen, aber weiß nicht. Was ich aber mal mache. Ich lasse ihn mal hier ein bisschen direkt da. So, was können wir hier noch machen? Diverse Dinge kaufen, uns ins Bett legen. Süß. Ja, aber am Ende des Tages hier auch wenig. Was uns irgendwie im großen Stil weiterhilft, Suchcontracts, naja, weiß ich nicht. Ich würde eher schon ein bisschen Dickkohle machen, und das hat hier gerade auf jeden Fall gar nicht funktioniert. Da hinten ist noch eine Transferstation von V-Core. 8 Kilometer, und da unten Trading Outpost klingt erstmal besser, oder? Was meint ihr? Aber es sind 20 Kilometer, das heißt, wir werden doch erstmal den da ansteuern.
und von dort dann zu dem anderen fliegen. Die Station hier hat sich jetzt für mich nicht wirklich gelohnt. Das muss man einfach so sagen, aber das ist manchmal so. Gerade mal schauen, unsere Reaktoren, haben wir noch ein bisschen Zeug drin, das wird uns mal ein bisschen halten. Naja, dann gucken wir mal, je nachdem, was jetzt hier so abgeht. So, und da kommen sie schon ins Bild. Mal schauen, was sie hier so finden. Ich bin gespannt. Ich bin ein bisschen schnell unterwegs. Ach nö, nö, eigentlich waren Geschwindigkeitstechnik waren die jetzt richtig gut eigentlich. Sagen, auch die neuen externen Kameras helfen schon ein bisschen. Also das neue Verhalten der externen Kamera, um hier irgendwie auch mit dem großen Schiff besser zu treffen. Immer so spaßhalber, könnten wir die eigentlich abschleppen? Also nicht, dass ich jetzt vorhabe, aber... So, wo geht's? Und vor allem die nächste Frage ist, wo geht's denn eigentlich rein? Gar nicht. Offensichtlich einfach gar nicht. Okay, was ist das für eine blöde Transfer Station? Ja, das Einzige, was man da machen kann, ist Grinder rausholen, das Ding irgendwie zerlegen. Allerdings natürlich auf Kosten der Gegnerzufriedenheit. Und ich habe jetzt auch wenig Lust, mich mit denen anzulegen. Muss einfach nicht sein, insbesondere weil ich nicht weiß, was da drin ist. Am Ende lohnt es sich gar nicht. Ja, tatsächlich, wir könnten die mitnehmen, wenn wir wollten. Ja, die hat jetzt einen kleinen Schubs gekriegt. Mal gucken, wo die hinfliegt. Ja, okay, die bremst jetzt auch wieder. Einfach schön über den Planeten ziehen und gib ihm. Wäre witzig. So, da ist die andere Station. Dann fliegen wir dahin. Ja, schade, schade. Das hätte ich mir jetzt irgendwie mehr erwartet. Bisher ist die ganze Tour eher so meh. Also gut, okay, abgesehen davon, dass wir jetzt halt natürlich irgendwie 81k Uran noch einstecken haben. Das ist natürlich ganz hübsch. 86k sogar. Im schlimmsten Fall, dann stopfen wir es halt in unsere Raffinerie und freuen uns drüber. Auch kein Thema. Ja, VHI Private Sale. Target spotted. Wo ist denn jetzt schon wieder was? Ich hoffe mal, wir sind es nicht. Oder haben die vielleicht keinen Bock auf die RVHI? Das kann natürlich auch sein.
dass die sich einfach nicht so glücklich miteinander sind. Das könnten wir eigentlich daran erkennen, wo die Schiffe gerade hinfliegen. Ja, es sieht so aus, als ob die auf den Abfangkurs gehen. Ja, definitiv sogar. Die ballern da jetzt wohl rüber und erklären sich gegenseitig ein bisschen Freundschaft. Biegen, ich will zur Station, nicht zum Schiff. Ups. Kleiner Navigationsirrtum. Stopp, halt, Alter. Aber wo ist Navigationsirrtum? Ich wäre fast schon wieder irgendwie zusammengeflogen. Trading Outposts. Trading Outposts, oder sind die Trading Outposts die Schiffe von denen und das hier ist die Station? Ein bisschen blöd benannt. So, dann gucken wir mal, ob das hier irgendwas ist. Das sieht mir auch eher wie ein Schiff aus als wie eine Station. Da kommt noch ein Pirat rein. Okay. Nö, hier ist auch keine Station, so wie das aussieht. Ja, okay. Hier kriege ich auch nichts verkauft. Schade eigentlich. Aber hübsches Schiffsdesign. Wollen wir dem vorsichtig hinterherfliegen und hoffen, dass... dass wir dabei nicht auf die Schnauze bekommen? Ich meine, was wir im schlimmsten Fall tun können, ist, wir setzen unser Jump Drive wieder auf Blind Jump zurück. Und wenn Dinge in die Hose gehen, können wir uns dann relativ schnell verpissen. Wir lassen den natürlich ein bisschen Vorlauf. Weil wenn ich irgendwas nicht möchte, dann irgendwie hier von den Piraten plötzlich als Frühstück angesehen zu werden. Ich meine, zur Not, wir wären wehrhaft, unsere Türme kann ich mal anschalten. Okay, das Private Cell scheint noch zu leben. Weil hier gerade eben die anderen Schiffe ankommen. Okay, die werden sich jetzt auch gleich auf den stürzen. Ja, schon spannend. Wir ziehen hier einen Krieg, der nicht unserer ist, ne? Naja, eigentlich machen wir keinen Krieg. Wir machen nur beobachten. Da kommen Drohnen raus. Mhm. Nummer sicherheitshalber. Unsere Türme sind alle an. Viel zu nah dran, viel zu nah dran. Uiuiui. Okay, irgendwas hat Schaden genommen, ich weiß nicht was.
nachschauen. Oh wow, tatsächlich zwei Corner Lights. Das ist natürlich ein herber Verlust. Okay, unsere Waffen stehen ja auf, wir greifen nur an, was schießt. Das heißt, im Moment sind hier keine Waffen mehr in der Reichweite. Problem ist nur, wir sind gleich in der Reichweite. Das ist ungut, da müssen wir ein bisschen raustauchen. Ui! Okay, solange das Ding noch irgendwie am Leben ist, gucke ich mal, ob es da irgendwas zu ergattern gibt. Uran wäre fein. Zur Not würde ich natürlich auch ein paar Raketen nehmen, aber die sind anscheinend auch schon leer. Ja, viel lassen die ja gar nicht stehen, das muss man schon sagen. Okay, der ist, hier ist auch nichts Gescheites drin. Au! Nö, nö, das Ding ist ziemlich hinüber. Teile vom Gravitationsgenerator können wir noch reinstecken. Aber abgesehen davon, ich sehe keine Reaktoren, was ich schade finde, weil da hätte ich gern was gehabt. Ja, wo ist unser Schiff jetzt? Da. Okay, ja, hier hat es ein bisschen Blechschaden gegeben. Aber tatsächlich, das war es auch. Krass. Okay, dafür, dass wir irgendwie viel zu nah hier in die Schlacht mit reingekommen sind. Gar nicht so schlimm. Okay, und dann würde ich sagen, lassen wir das Ding ziehen. Und ja, ich befürchte, hier draußen wird doch nicht so viel zu holen sein, wie ich gerne gehabt hätte. Das heißt, wir werden uns dann mal wieder Richtung nach Hause begeben. Schauen, ob wir auf dem Weg noch was Tolles finden. Ich glaube es jetzt nicht so. Naja. 27% von unserer Maximalgeschwindigkeit. Reichweite natürlich, nicht Geschwindigkeit. Guten Morgen. Schauen, ob hier noch irgendwas Dolles spawnt, aber ich will jetzt auch nicht jeden einzelnen Asteroiden hier irgendwie angucken. Also ich würde sagen, wir fliegen zurück. Wir schauen nochmal. Wir haben ein paar Teile gewonnen. Naja, nichts Wildes. Auf jeden Fall wieder ein bisschen Uran zum Verwerten. Ich hätte gern mehr gehabt, aber naja. Wahrscheinlich hätten wir sogar mehr sammeln können, aber ja gut, ist jetzt nicht so wild, ne? So, 7% Ladung. Das wird eine Weile dauern. Sonst noch irgendwas Spannendes hier. Im Moment sehe ich relativ wenig. Die üblichen Asteroiden um uns rum halt, klar. Ja.
Ja, aber ansonsten ist es relativ dünn. Also ich würde sagen, wenn wir unser neues Schiff bauen, das muss auf jeden Fall mehr Jump Drives bekommen. Damit es die befeuern kann, braucht es natürlich dann auch mehr Strom. Das heißt, wir werden da wahrscheinlich ja mal mindestens einen großen Generator irgendwie reinstopfen müssen. Oder eine Menge kleiner, weiß ich noch nicht genau, je nachdem, wie wir das dann aussehen lassen wollen. Da bin ich mir auch noch nicht ganz schlüssig. Auf jeden Fall cool, bitte. Und ja, vielleicht noch irgendwie noch ein paar Miner. Ein Scrapper weiß ich nicht. Scrapper ist, wobei Miner eigentlich. Sind das? Was ist da oben los? Was bist du denn? Ein Wrack? Wo? It's a trap! Hört es denn? Und vor allem sollten wir vielleicht ein bisschen mehr einbremsen. Das ist ein weißes Signal. Per se sollte es erstmal. Das ist. Okay, wenn es ein Feind wäre, hätte es uns schon beschießen. Ist großartig. Ganz ehrlich. Es hat so genauso dieses typische. Dieses typische Knallpink, wo du immer sonst denkst, okay, das ist ein Grafikfehler. Langsam und. Ja, am Ende des Tages ist es aber einfach eine große Menge an Metallschrott wahrscheinlich. Ja? Das sollte uns. Oh, es hat auf jeden Fall seinen eigenen Gravitationsgenerator, das stelle ich fest. Und deswegen ist nämlich hier gerade alles so. Also ist die Schwerkraft gerade so komisch schief. Das heißt, den sollten wir als erstes mal irgendwie ausschalten. Okay, das ist immer eine satte Auswahl an Triebwerkskomponenten. Die nehme ich doch gerne mit. Ja, dann hat sich unsere Tour vielleicht doch noch ein bisschen gelohnt. Ist halt jetzt hier irgendwie jetzt wieder schon mehr so ein Salvage-Ding draus geworden. Unabsichtlich. Ist ein offizielles Wrack. Gibt ein paar Gatling-Türme mit Munition. Viel zu viele Container. Reaktoren. Oh, Alter. Alter. Ja, schau mal einer, guck. Wir müssen den Reaktorraum finden und idealerweise bevor der uns findet. So, wir hatten schon gesehen, Gatling-Munition ist auch am Start. Die nehmen wir mit. Und sind schon wieder fast voll. So, dann schauen wir mal, wo ist das Reaktorräumchen? Ernsthaft, das haben die einfach durchgängig gebaut. Seid ihr des Wahnsinns? Ist doch kein schönes Design, nicht? Fragen über Fragen. Erstens, wo ist der Schwerkraftgenerator? Zweitens, uiuiui, wie viel. Inventory full. Ja, da kriegt man auch noch ein paar raus. Aber viel wichtigere Frage: Wo zum Geier ist denn jetzt bitte sind die ganzen Reaktoren, die wir gesehen haben? Ach, guck mal, da sind sie. Dann müssten wir doch jetzt hier eigentlich schön von hier aus. Nö, können wir nicht.
Und warum können wir das nicht? Die sind doch verbunden. Das Conveyor-System ist auch überall an. Na gut, dann bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Machen wir das halt auf den Weg. Oh Scheiße, das gibt mehr Arbeit als gedacht. Hoffen wir, dass wir das schnell erledigt bekommen, bevor der Cyclops angescheißert kommt. Container, Container, okay. Auf jeden Fall kriegen wir auch nochmal gut Reaktorteile raus, das ist schön. Tatsächlich müssen wir da aber auch ran, um hier ans Uran zu kommen. Okay, schon wieder voll. Noch 4,8 Kilometer, er kommt immer noch näher. Hier sind nochmal 15. Jetzt gucken wir mal hier nochmal nach Uran. Es gibt noch zwei weitere. Na, da hinten sind sie auch. Inventory full. Das heißt, die flexen wir auch noch schön runter und nehmen sie mit. Inventory full. So, und ich würde sagen, dann haben wir doch auch schon direkt ach ja, okay, der hat schon angefangen, Kram da reinzuschmeißen, okay. Ja, das muss man wahrscheinlich auch nochmal aussortieren. Ich meine, ich habe ja nichts dagegen, dass unser Schiff irgendwie noch ein bisschen unser Miner noch ein bisschen Uran bekommt, aber es soll halt auch nicht übertrieben sein. So, hier gibt es nichts mehr. Full. Ihr seht schon, was hier passiert. Wir pflücken hier noch die Triebwerkskomponenten raus. Inventory full. Stahlröhren brauchen wir allerdings nicht. Inventory full. Ist ja gut. Okay, damit haben wir hier schon mal alles, was irgendwie noch hier wichtig war, rausgeholt. Was macht der da? 3 Kilometer. Okay, der... Ich würde sagen, wir docken mal ab und geben Stoff in Richtung irgendwas grob nach Hause. Und dann schalten wir erstmal die Trägheitsdämpfer aus. Und nur jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Naja, egal. Was wir jetzt erstmal noch tun wollen, Large. Medi. Und dann schiebt man hier erstmal ein bisschen Kram um. Weil mir passt es gerade nicht so sehr, dass es den Miner schon wieder vollgestopft hat. Was der Miner aber gerne haben kann, sind
hier mal alles zusammenziehen. Ich würde mal sagen 64 Uran. Das sollte jetzt dann gleich in die Reaktoren laufen. Tut's aber gerade nicht, warum auch immer. Und hier ziehst du bitte mal 690 wieder zurück. Das könnt ihr dann nochmal neu untereinander aushandeln. Gut, ja, das ist aber ganz fein. Das heißt, wir springen dann weiter in Richtung unserer Basis. Und Babusch. Ja, aber... Oh Mann, jetzt geht wieder das gute Geräusper los. Na schön. Naja, gut. Wir sind jetzt auch schon fast durch, ne? Also nicht nur fast, sondern wir sind sehr durch. Also auch mit der Folge. Beim nächsten Mal geht es dann natürlich weiter. Wir fliegen wieder zurück nach Hause. Vielleicht macht das auch dazwischen in Folgen Markus, wenn er gut drauf ist. Schauen wir mal. Ja, aber wie immer, euch danke fürs Dabeisein. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und lasst es euch gut gehen. Ciao.